sagt nichts. Bleibt getan. Ist geheim, gilt als Gefahr. Die Verdammnis macht sie rar. Sie ist traurig, aber wahr. Ist Zeuge der Bauchlandungen von Schmetterlingen und feigster Handlungen der Verräterstimmen. Erkennt sie die Meute der wenigen, die durch Versprechen und deren Wort ihre Lethargie unterbrechen. Trotzdem Überlebensfreude mit ihr reden sollte. Nur derjenige, von dem Überzeugungskraft ausgeht, dass sie seitdem viele es planen und versuchen, ihr Dasein zu vertuschen, an Verfolgungswahn leidet. Der Trost liegt erfreulicherweise unübertretbar im Umstand der starken Kurzbeinigkeit der Übeltäter. Starre Schattengestalten, die sich darauf versteifen, die im Dunkeln tappen und nicht ans Licht kommen zu lassen. Man sagt, man bräuchte sie nicht und auch keine Vertretung, denn bei mir leuchten im Licht würde sie anderen wehtun. Sie selbst weiß, Vertrauen ist gut, Kontrolle deshalb immer besser, denn reiner Wein trübt seinerzeit selbst tiefste Gewässer. Man lügt hier was vor, das kann doch nicht wahr sein. Sie begnügt sich doch schon mit der halben Klarheit. Gespitzt ist das Ohr, doch hat es den Anschein, als wüsste es nichts von der traurigen Wahrheit. Man lügt hier was vor, das kann doch nicht wahr sein. Sie begnügt sich doch schon mit der halben Klarheit. Verprüft ohne Ton ihren leidigen Standard. Das gehört zur Fassung, das ist die traurige Wahrheit. Das ist die traurige Wahrheit. Die traurige Wahrheit. Nicht länger weinen, nicht länger leiden, auf halber Strecke bleiben und langsam vereinsamen. Auch ein Stein, den den Weg gelegt bekommen, verzichtet, seitdem sie von ihr personifiziert worden ist. Ein schönes Angesicht, doch ganz zerrissene Kleider. Ihr fehlt es an Gewicht, mein aufrichtiges Beileid. Sie macht sich gerade frisch, denn nach dem langen Alleingang traut sie ihren Augen nicht, nicht so sehr wie am Anfang. Sie kommt aus dem Bad lächelnd, trägt es eine angemessene und wie angegossen passende weiße Weste, setzt sich zu mir an den Tisch und isst. Sie hat Appetit, das ist gut, weil sie nur Mut und viel Kraft brauchen wird. Ich nehme Abstand von Fragen, denn sie stehen mir nicht zu. Kenn ihr das Vorhaben, kenn das selbst wenig tun. Sie ist anderer Meinung, spricht von Erkenntnis finden und meint, dass ich bereit sein muss, die anderen näher zu bringen. Sie lehnt den Vorschlag ab, bei mir zu übernachten. Sie müsse noch heute Nacht alle Lügen strafen. Wir hätten sehr wenig Zeit, sie müsse gleich wieder weiter. Doch nicht bevor ich sie kennengelernt habe. Die traurige Wahrheit. Traurige Wahrheit. Man lügt hier was vor, das kann doch nicht wahr sein. Sie begnügt sich doch schon mit der halben Klarheit. Gespitzt ist das Ohr, doch hat es den Anschein, als wüsste es nichts von der traurigen Wahrheit. Man lügt hier was vor, das kann doch nicht wahr sein. Sie begnügt sich doch schon mit der halben Klarheit. Verbüßt ohne Ton ihren leidigen Standard. Das gehört zur Fassung, das ist die traurige Wahrheit. Nicht auszahlt.